The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. Thank you. But begin negotiations to re enter either the Paris Accord. oder in Or in really entirely new transaction. On terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its Herzlich willkommen zur Lage der Nation vom 2. Juni 2017. Aufnahmezeit ist 13.15 Uhr, wie immer mit Philipp Banser. Und mit Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Sendung. Die wir leider wieder beginnen müssen mit einer richtig schlechten Nachricht äh, aus Washington. Anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen. Äh, wir haben es gerade schon auf Englisch gehört. Äh, Donald Trump sagt, es sei quasi seine vornehmste Pflicht, äh, die amerikanischen Steuerzahler und die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deswegen werden sich die Vereinigten Staaten aus dem in Paris geschlossenen Abkommen zum Schutz des Weltklimas zurückziehen. Genau. Und sie werden äh, anfangen mit Verhandlungen und dann Eventuell wieder eintreten, wenn alles zu ihren Gunsten fair geregelt ist. Da muss man sagen, den letzten Teil, den kann man sich eigentlich sparen, weil Neuverhandlungen wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Das haben alle schon gesagt: Europäer, Franzosen, Deutsche. Das Ding ist so komplex, hat so lange gedauert und alle sind eigentlich so sehr damit zufrieden. Und es war ohnehin schon so sehr auf die Bedürfnisse der USA zugeschneidert, indem ja, es eben das alles eben alles freiwillig war, weil es sonst durch den Kongress gemusst hätte, wenn es irgendwelche bindenden Ziele gegeben hätte und Obama das nicht. Durchbekommen hätte, deswegen war das alles freiwillig. Also, dass die da jetzt nochmal anfangen, das aufzuschnüren, das ist extrem unwahrscheinlich. Aber vielleicht sollten wir zunächst mal erklären, worum geht es da eigentlich? Also, genau. ähm, da nochmal so ein bisschen QA machen, beziehungsweise FAQs einspielen. Also, dieser Pariser Klimavertrag ist quasi der Gipfel von jahrzehntelangen Bemühungen, die Welt und möglichst viele Länder unter einen Hut zu bekommen im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Also sprich konkret um den Ausstoß von Klimagasen, allen voran CO2 unter Kontrolle zu kriegen und warum, genau. warum Paris so vielleicht, ja? Vielleicht, äh, ja vielleicht nur an der Stelle äh, weil ich jetzt auch nicht weiß inwieweit alle Hörerinnen und Hörer so damit vertraut sind was denn eigentlich quasi der, der Hintergrund des Ganzen ist äh, Stichwort Klimawandel ähm, es ist so dass durch den Einfluss des Menschen sich bestimmte Gase in der Atmosphäre angesammelt haben vor allem Kohlenstoffdioxid aber auch noch ein paar andere Gase und diese Gase führen dazu dass die Erde weniger Wärme als früher ins Weltall ab Strahlt. Das heißt, das, deswegen, das nennt man manchmal auch so ein bisschen ähm, äh, Greenhouse-Effekt auf Englisch, auf Deutsch heißt es dann Treibhauseffekt, genau. Treibhauseffekt ist der deutsche Begriff, weil ist so ein bisschen so wirkt wie ein Treibhaus. Da kennt man ja irgendwie in Gärtnereien gibt es halt Treibhäuser, Glasscheiben, da drin heizt es sich ganz gewaltig auf und dann wachsen die Pflanzen besser, vor allem im Winter. Und genau so ähnlich ist das mit der Erde auch. Natürlich geht es da nicht um viele, viele Grade, sondern um einige wenige Grade, aber äh, die Atmosphäre wirkt eben immer mehr wie so ein Treibhaus und äh, deswegen heizt sich die erde ganz langsam auf und die folgen dieser ganz langsamen erderwärmung sind aber dramatisch äh, insbesondere weil sich dadurch zum beispiel meeresströmungen verschieben können und weil die polkappen äh, an, an, also die eiskappen auf beiden polen der erde langsam schmelzen dadurch steigt der meeresspiegel und überhaupt merkt man so das ganze weltklima kommt langsam aber sicher durcheinander es häufen sich extreme klimaereignisse und ähm, das ist im Grunde weltweit anerkannt, es gibt nur einige ganz wenige äh, Verschwörungstheoretiker, vor allem in den Vereinigten Staaten, die noch ernsthaft daran zweifeln, dass es tatsächlich sich um einen menschengemachten Effekt handelt. So, das vielleicht als Hintergrund. Genau, das ist der Hintergrund und die, die, die Idee bei diesen Klimaforschern, auch unter dem Dach der UNO, ist eben mittlerweile, es gibt sozusagen eine ein absolute Menge an CO2, die die Menschheit in die Atmosphäre blasen darf, weil CO2 in der Atmosphäre hält sich irgendwie 100%. Quetschjare, das heißt, was man da reinbläst, das ist auch erstmal da. Und äh, damit die Erwärmung sich auf einem gerade noch handelbaren Maß hält, was die alle so sagen, 1,5-2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, um das darauf zu begrenzen, muss halt der CO2-Ausstoß unter, unter diesem absoluten äh, Maximum gehalten werden. Und das hat man halt jahrelang oder beziehungsweise auch jahrzehntelang versucht mit verpflichtenden ähm, Verträgen zu machen. Also zu sagen, ihr müsst alle in diesen Vertrag kommen und dann verpflichtet ihr euch, jedes Land, das CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent zu senken und wenn das nicht klappt, dann gibt es Sanktionen und Strafe und etc. Und das hat halt nie richtig funktioniert. Und in Paris ist es jetzt zum ersten Mal gelungen, dass 195 Staaten der Erde diesem Vertrag beigetreten sind, sich dieses Ziel zu eigen machen, deutlich unter zwei Grad die Erderwärmung zu begrenzen. Und, und das ist eben das Besondere, und das war erst der Preis an die USA, dass es eben nicht verpflichtend ist, sondern jedes Land dazu aufgerufen ist, einen eigenen Plan zu verabschieden, was es denn jetzt selber tun könne. Um eben ja. dieses globale Ziel zu erreichen. Und da haben erstmal alle gedacht: Hä, was soll das denn sein? Die sollen freiwillig sich äh, erklären, was sie jetzt äh, reduzieren wollen, ohne Sanktionen, ohne drohende Strafen, ohne irgendwas. Und dann ist ein paradoxer und erstmal merkwürdiger Prozess in Gang gekommen, dass alle angefangen haben, sich zu überbieten. Dass alle auf einmal China und Brasilien und die Russen und äh, die, auch die Amerikaner haben dann auf einmal zum Teil ambitioniertere Reduktionsziele für sich proklamiert und festgeschrieben in so nationalen Klimaplänen, als sie es vorher ähm, mal verpflichtend zugestehen wollten. Und das ist ein komischer Prozess, der da in den Eingang gekommen ist, wo es dann so um, um Peer Pressure geht und öffentliches Ansehen und und und. Einige Staaten, Indien, China, die haben auch mittlerweile aus purem Eigennutz erkannt, dass eben äh, saubere Energien für sie durchaus auch äh, langfristig äh, von, von ganz konkreten eigenen Nutzen sind. Und so ist es halt dazu gekommen, dass es jetzt in, in der, schon als Paris verabschiedet wurde, am selben Tag, glaube ich, haben schon über 160 Staaten gesagt, hier, das ist unser Redaktionsplan, und das wollen wir machen. Und äh, gerade Indien und China sind da auch weit vorangetreten. Und das war sozusagen dieses große, dieses große Achievement, dieses große, ähm, wie sagt man, die große Errung er Errungenschaft dieser Pariser Verträge, so viel fast die, die Weltgemeinschaft. Ich glaube, nicht drin sind Nicaragua, denen ging es irgendwie nicht weit genug. Und Syrien, die haben andere Probleme. Ja. Aber ansonsten sind, glaube ich, alle Länder dabei und das gab es noch nie und ähm, so und jetzt. Äh Insbesondere waren nämlich die USA nie dabei, das genau. muss ich ja auch mal sagen, es gab, ja, es gab ja schon früher Klimaverträge, vor allem glaube ich in Tokio, ist Kyoto, Kyoto, vorhin, oder Kyoto oder Kyoto, Kyoto war es genau, nicht, ja. genau, genau. Genau. genau, da ist äh, einige Jahre vorher ja schon mal ein Klimaabkommen ausgehandelt worden, das haben die Vereinigten Staaten aber nie unterschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unter George W. Bush damals noch, ähm, deswegen galt das immer so ein bisschen als Totgeburt, äh, weil aller diplomatischer Druck auf die USA genau. damals schon nicht funktioniert hat und das war nun eben ähm, die, wie soll ich sagen, die große Neuigkeit dass die USA bei Paris mitgemacht haben, eben unter Barack Obama. Genau. Und ähm, jetzt äh, sagen die USA also, wir steigen da aus. Und da ist erstmal die Sache, das können Sie machen. Es gibt in diesem Vertrag einen offiziellen Ausstiegsprozess, der dauert vier Jahre. Sie brauchen jetzt ein Jahr sozusagen, haben ein Jahr Zeit, um das so bekannt zu geben. Und dann dauert dieser ganze Ausstiegsprozess drei Jahre. Das heißt, Sie werden am 4. November 2020, also einen Tag nach den nächsten Präsidentschaftswahlen, offiziell aus diesem Vertrag ausgetreten sein. Und der neue Präsident, so es dann einen neuen gibt, kann dann natürlich im Prinzip auch wieder eintreten. Ja. Was allerdings ein bisschen merkwürdig ist, wo sich jetzt alle fragen, Neuverhandlungen oder beziehungsweise warum tretet ihr denn aus? Es ist völlig unklar, was, ein, was sie eigentlich wollen, weil alles ist sowieso freiwillig. Sie könnten einfach ihre nationalen Reduktionsziele, die jetzt irgendwie bei ich glaube, 19 Prozent bis 2025 sind, die könnten Sie einfach streichen und ändern und es gäbe keine Sanktionen. Sie könnten das einfach machen und sagen: Ja, wir wollen halt nicht so viel reduzieren, weil wir glauben, unsere Wirtschaft leidet darunter und wir wollen wieder in Kohle und deswegen müssen wir mehr CO2 ausstoßen. Könnten Sie eigentlich alles tun? Ja, ähm, Jetzt. ja ich glaube es geht auch es geht halt wirklich vor allem auch um einen symbolischen Akt ja. bei dem ganzen das darf man glaube ich nicht aus dem Blick verlieren äh, Donald Trump äh, ist ja vor allem gewählt worden natürlich von allen möglichen Gruppen aber doch eben sehr deutlich auch von äh, insbesondere weißen ähm, männlichen Wählerinnen und äh, Wählern männlichen Wählern äh, aus ehemals sehr stark äh, industriell geprägten Landstrichen ja dem sogenannten Rust Belt dem Rostgürtel und ähm, da gibt es einfach sehr viele Menschen die haben so das Gefühl durch den Niedergang der Kohle und durch den Niedergang der schwer Industrie, ja, Stahlproduktion und so, äh, sind sie ganz überdurchschnittlich äh, benachteiligt worden und sind sie quasi wirtschaftlich abgehängt worden. Und ähm, nun ist es überhaupt nicht zu erwarten, dass, äh, wie du ja schon gesagt hast, Philipp, die Kündigung dieser Pariser Verträge jetzt irgendwie dazu führt, dass deren Situation sich verbessert, ne? schlicht und ergreifend, weil Kohle auch in den Vereinigten Staaten längst eine abgehängte Technologie ist und zwar nicht etwa wegen der Pariser Verträge, sondern aus ganz vielen anderen Gründen. Aber Donald Trump, äh, wie gesagt, da im Grunde eine Art äh, theatralischen Akt aus. Ne? Er, ähm, er schlachtet den Sündenbock Klimaschutz, er schlachtet den Sündenbock Pariser Verträge, um seiner oder einer wichtigen Wählergruppe zu signalisieren, ich vertrete hier eure Interessen. Auch wenn das totaler Bullshit ist. Ne? Auch wenn das wirklich totaler Unsinn ist. Und das finde ich daran das Gefährliche, dass er quasi, um einen billigen Wahlkampfeffekt äh, zu erzielen, äh, letztlich das Weltklima mit aufs Spiel setzt. Ja, also er ist ja damit auch durch den Wahlkampf gezogen und es ist äh, nun. Na, angesichts seiner bisherigen Bilanz, glaube ich, sucht er dringend nach äh, Erfolgsnachweisen. Äh, Und das ist etwas, was er eigentlich einhändig durchziehen kann, zu sagen, wir treten da aus. Und äh, viele seiner Berater, viele auch Republikaner, Firmen, sowieso hunderte Firmen haben gesagt, don't do it, bleib drin. Auch sein Außenminister, diverse Minister haben gesagt, äh, bleib drin, mach's nicht. Er hat es gemacht. Ich glaube, das ist eine Trotzreaktion. Ihr könnt mich alle mal, ich habe das gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich brauche mal hier einen äh, Arbeitsnachweis, dass ich auch versprechend umsetze. Und das ist es nun. Ich habe eben gesagt, die USA hatten sich ein Ziel gesetzt von 19 Prozent Reduktion. Das stimmt nicht. Das Ziel, was Obama gesagt hatte, war, glaube ich, maximal äh, 20, 26 Prozent äh, bis 2025 CO2-Reduktion. Ähm, genau Deutschland äh, hat gesagt, bis 2020 40 Prozent sollen reduziert werden. Das schafft Deutschland auch nicht. Ähm, aber so jetzt gehen sie also raus dieser prozess ist eingeleitet es Sie könnten, wie gesagt, auch freiwillig mehr ausstoßen. Das würde Ihnen jetzt auch nichts kosten, aber es ist ein politisches Ding. Ich gehe da jetzt raus. Ich kündige diesen Scheißvertrag. Ein Argument, was Trump ja immer noch bringt, ist, es ist so teuer. Äh, darauf spielt er, äh, damit, damit spielt er an auf, äh, auf einen Fonds, auf diesen Klimafonds. Der, das ist auch, in, ist auch vor, vor Paris schon erdacht worden, aber in Paris dann wohl ziemlich weit eingetütet worden, nämlich diese Idee. Viele Länder leiden jetzt schon unter dem Klimawandel, werden leiden, weil er unvermeidlich kommt und das Klima sich bereits wandelt. Und deswegen müssen die Industriestaaten, die halt maßgeblich für diesen Klimawandel mitverantwortlich sind, weil sie halt seit 150 Jahren CO2 in die Luft blasen. Sorgen diese Industriestaaten für einen Fonds, legen da Geld rein. 100 Milliarden ist so das Ziel, um eben Klimawandel zu erforschen, aber eben auch, um diesen Ländern, die jetzt schon drunter leiden und demnächst drunter leiden werden, eben zu helfen, ihre Wirtschaft umzubauen und auch äh, Fluten vorzubeugen, etc. etc. Und da wollten die USA, hat Obama gesagt, 3 Milliarden. Dollar einzahlen in diesen Fonds. Bisher ja. haben sie eine Milliarde eingezahlt. Sie müssten also noch zwei einzahlen. Und das will Trump nicht tun. Es geht also um zwei ja. Milliarden Euro erstmal so ganz konkret. Das ist so das, was er ja. anbringt. Und mal ganz ehrlich, drei Milliarden Dollar, das muss man wirklich, sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind im amerikanischen Staatshaushalt absolute Peanuts. Ja? Da reden wir irgendwie von den Portokosten des National Park Service oder so. Ja, Das ist also wirklich absolut lächerlich. Das sind äh, pro Kopf äh, in den Vereinigten Staaten keine zehn Dollar. Ja, das ist die, die Vereinigten Staaten haben so eine Einwohnerzahl, um die 350 Millionen kann man sich ausrechnen. Also das ist wirklich ein totaler Witz, äh, darum kann es also auch nicht gegangen sein. Vielleicht einfach noch so ein paar Zahlen ähm, zum CO2-Ausstoß, weil die, denke ich, deutlich machen, warum die Vereinigten Staaten so ein großes Problem sind in dem Bereich. Ähm, denn man kann sich schon ganz deutlich die Gerechtigkeitsfrage stellen. Äh, wie gesagt, letztlich ist es ja so, dass die, ähm, dass die Menschheit äh, nur einen ganz bestimmten Anstieg des ähm, Erd-, der Erdtemperatur ver kraften kann, jedenfalls unsere bisherige Zivilisation. Das heißt also eigentlich könnte man argumentieren, jeder Mensch darf eben nur eine bestimmte Menge CO2 emittieren, ja, könnte man ja gleichmäßig verteilen. Bislang ist es aber sehr ungleich verteilt. Die Vereinigten Staaten pusten pro Jahr 16 Tonnen CO2 pro Kopf in die Luft. Deutschland ist mit knapp 9 Tonnen auch relativ vorne dabei, China bei mit siebeneinhalb auch, aber die USA sind eben ganz einsam an der Spitze. Das heißt also, da gibt es ähm, mit Abstand den größten Reformbedarf. Und wer mal in den USA gelebt hat oder rumgereist, ist der weiß auch, warum nicht. Da wird bislang eben traditionell überhaupt nicht auf Energieeinsparung geachtet. Äh, da macht man alles äh, mit dem Auto und das ist halt einfach wahnsinnig energieineffizient. Genau. Diese Gerechtigkeitsfrage ist aber die Frage, die sozusagen diesem ganzen Konflikt zugrunde liegt. Warum das so unendlich schwer war und ist, da alle unter einen Hut zu bekommen. Denn du hast es gesagt: äh, Die Menschheit darf halt nur eine bestimmte Summe CO2 ausstoßen und da ist halt die Frage, wer darf wie viel? Und da ist es halt nun einfach mal so, ja, China ist derzeit aktuell mit Abstand der größte Emittent von CO2 auf der Welt, die USA kommen dahin. Aber in absoluten ja. Zahlen. In absoluten ja, nicht Zahlen. Nicht pro Kopf. Nicht ja. pro Kopf, genau, aber so was die reine Menge angeht. ja mhm. Aber, und das ist halt sozusagen diese andere Sache, für das CO2, was bisher in der Atmosphäre ist, in den letzten 150 Jahren ausgestoßen wurde, dafür ist zu einem Drittel allein die USA verantwortlich mit vier Prozent der Weltbevölkerung. Dann knapp dahinter, wenn du so die europäischen Staaten nimmst zusammen, haben die auch so ein knappes Drittel. Und für den letzte Drittel ist irgendwie der Rest der, der Rest der Welt verantwortlich. Das heißt, muss man sich mal reintun ne, für das, was ja. sozusagen jetzt da ist und und als 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 größte, als größte Industrienation, als mit Abstand größtes Land mit dem größten Anteil an CO2 bisher in der Atmosphäre über die Jahre gesehen, ähm, haben halt die Industriestaaten und vor allen Dingen die USA halt eine ganz besondere Verantwortung für diesen Klimawandel, dass es ihn überhaupt gibt und dass wir jetzt damit kämpfen müssen. Und die anderen Staaten, also gerade so diese aufstrebenden Staaten China, Brasilien, Indien, aber auch andere sagen: Hey wir wollen auch Entwicklung, wir wollen auch nach vorne kommen. Wenn wir jetzt aber das so machen, wie ihr das gemacht habt, dann fährt das Ganze hier gegen die Wand. Ja? Ja. Und wir wollen reduzieren, aber wir sind jetzt nur hier, weil ihr die ganze Zeit auf Kohlenstoff basiert euren Fortschritt und Aufschwung und euren Reichtum erwirtschaftet habt. Und deswegen. Müssen wir Entschädigung bekommen? Deswegen brauchen wir von euch Hilfe und ihr müsst mehr tun als wir. So und deswegen kam halt dieser Fonds auch ins Spiel, wo dann die Industrienationen sagen: Okay, wir nehmen unsere Verantwortung wahr und wir zahlen da Geld ein. Also so ist dieses Gerechtigkeitskonglomerat zustande gekommen. Die einen haben, Industriestaaten haben überdurchschnittlich viel Verantwortung für das, was jetzt angerichtet wurde. Die aufstrebenden Staaten wie China. Stoßen aktuell am meisten aus und wollen und müssen das auch ändern. Aber so ist halt klar, hat jeder so seinen Anteil. Aber wie viel das ist und wer dafür was leisten muss, um seinem Verantwortung gerecht zu werden, das war halt sehr, sehr, sehr lange hart umstritten, ist es eigentlich immer noch. Aber deswegen ist halt Paris so groß, weil halt so viele Staaten eigentlich sich auf einen Vertrag geeinigt haben. Und deswegen ja. sagt, argumentiert jetzt Trump, ist es unfair. Er empfindet das jetzt halt als unfair, ja, also als ungerecht, dass äh, die USA relativ viel reduzieren müssen. Tun sie es ja nicht, aber dass sie halt Ziele vorgeben sollen, die auf geringe ausfallen könnten. Und dass halt angeblich Jobs verloren gehen in der Industrie und in der Kohleindustrie und so. Das ist mindestens umstritten. Es gibt auch tausend andere Studien, die sagen, Saubere Energie ist die Zukunft. Da werden die Jobs entstehen. Da wird auch Kapital reinfließen, was jetzt aufgrund dieser Unsicherheit bisher erst mal geparkt ist. Und wenn dann Sicherheit herrscht, dann wird dieses Kapital auch losgeschickt und kann für neuen Aufschwung, sauberen Aufschwung sorgen. Also das sind so die Argumente, die da gerade so im Raum stehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was folgt denn jetzt daraus? Es ist die größte ja. Weltwirtschaft. Es ist ähm, der zweitgrößte CO2 Emittent Ausstoßer auf der Welt, der jetzt sagt, wir machen da nicht mehr mit. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage: die, die konkrete Folge ist ja auch nicht, dass die USA jetzt einfach weitermachen wie bisher, sondern das, was Trump sagt, ist das eine. Aber ähm, dieser nationale Umsetzungsplan, mit dem Obama quasi die US-Ziele erreichen wollte, dieser Clean Power Plan, den hat Trump zwar auch schon gesagt, wolle er aufkündigen, aber das ist eben nicht so einfach. Das sind viele Gesetze, die kann er nicht einfach so beiseite schippen. Außerdem sind natürlich auch viele Staaten sehr autonom, was das angeht. New York, äh, Kalifornien allen voran, sechstgrößte, wenn du es mal als Land nimmst, sechstgrößte Ökonomie ja. der Welt. Äh, die sagen, hey, what the fuck, wir machen weiter. Wir haben ambitionierte Pläne, wir wollen CO2 einsparen etc. etc. Also... Obwohl, Dafür Trump, muss man übrigens ja. wissen, dass, dass natürlich Kalifornien heute schon ganz erheblich erste Vorboten der kommenden Klimakatastrophe verspürt. Nicht? Also Kalifornien hat zum Beispiel seit einigen Jahren in, in den Sommermonaten chronische Dürre. Ja, das heißt also, die können jetzt schon ihre ja sehr auf Bewässerung beruhende Landwirtschaft nicht mehr so richtig aufrechterhalten. Und wenn du so willst, kommen da die Einschläge einfach näher. Also Kalifornien war schon seit langem ein vergleichsweise grüner Staat. Also die grüne Partei spielt ja, in den USA praktisch keine Rolle, aber die Demokraten äh, in Kalifornien spielen da quasi die Rolle wie bei uns die Grünen und haben wirklich sehr ambitionierte Klimaschutzziele vorgegeben und bemühen sich wirklich darum, auch zum Beispiel den Zugverkehr zu stärken, Fahrradwege zu bauen und so weiter und so weiter. Und deswegen werden die den Teufel tun und äh, diese, diese, sagen wir mal, zarten Reformansätze jetzt mit einmal wieder einstampfen. Das ja. ist also nicht zu erwarten. Also, es gibt ja so ein, äh, eine ganz lohnende Webseite, Climate Action Tracker heißt die, da haben sich so Klimawissenschaftler zusammengetan. Um äh, zu gucken, welcher Staat äh, hat sich jetzt zu was verpflichtet und was bedeutet das denn für dieses zwei Grad-Ziel? Kommt man drüber, kommt man näher? Und man muss sagen, aktuell mit den aktuellen Verpflichtungen äh, landen wir nicht unter zwei Grad, sondern drüber. Und wenn die USA jetzt wirklich aussteigen, dann heißt das im Maximalfall, dass ihre CO2-Ausstoß Stagniert auf dem Niveau, aber weil halt die einzelnen Bundesstaaten doch noch was machen und weil halt viele Firmen auch weiter reduzieren wollen, geht man eigentlich aktuell von so einer Reduktion bis 2025 nicht von 26 Prozent, wie von Obama geplant, sondern eher so von 15, 16, 19 Prozent aus. Also nicht die Vollkatastrophe, zumal in vier Jahren ja auch ein neuer Präsident drankommen kann, der dann sich da wieder reinhängt und wieder einklingt und dann weitermacht. Also so der konkrete Klimaschaden, I don't know. Also ist natürlich ein bisschen umstritten, aber es ist jetzt nicht, glaube ich, der, der Weltuntergang. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie die anderen Staaten reagieren. Ne? Wenn die jetzt sagen, ja, und das finde ich auch ja. wirklich sehr interessant, ja. Also da muss man sehen, finde ich, ist die Reaktion auf die Entscheidung von Donald Trump ja doch sehr, sehr einhellig und einfach sehr, sehr, sehr kritisch. Ne? Und ähm, natürlich könnte jetzt theoretisch so eine Spirale nach unten einsetzen, so frei nach dem Motto: Die Amerikaner machen da nicht mehr mit, dann warum sollten wir uns dann noch ehrgeizige Klimaziele auferlegen, aber momentan habe ich den Eindruck, dass, dass, dass diese Entscheidung von Donald Trump als absolut illegitim, unberechtigt, egoistisch und einfach zutiefst verwerflich wahrgenommen wird auf der internationalen Bühne und mir scheint es doch so zu sein, dass, wie soll ich sagen, gerade die moralische Überzeugungskraft dieses Pariser Deals, dass die im Grunde dadurch eher noch gewachsen ist. Also die Staaten üben sich jetzt ein bisschen in Selbstvergewisserung, auch in der Abgrenzung zu Donald Trump und dem, dem Nationalismus und Isolation der daraus spricht. Also ich glaube, äh, eigentlich haben die Pariser Verträge so, so paradox, das auf den ersten Blick klingt, eher gewonnen durch diese verrückte Entscheidung. Ja, es könnte sein. Also ich meine, es, es gibt halt jetzt die einmalige Möglichkeit für Staaten wie China oder Indien, sich so als die Vorzeige Zukunftsmächte der Welt zu präsentieren. So, EU zählt auch dazu, aber die Chance gibt es jetzt. Ne? Und ähm, ja. dass dieser Mechanismus durchaus wirkmächtig ist, hat der Pariser Vertrag gezeigt, denn der basiert in erster Linie darauf, das auf Peer Pressure und sich irgendwie in der Weltgemeinschaft ja. als vorbildlich, als ambitioniert zu präsentieren mit möglichst ambitionierten Reduktionszielen und so. Und das haben sie ja zum Teil auch gemacht. Und gerade auf hier ja. Climate Action Tracker noch so einen Artikel gelesen, verlinken wir auch, wonach quasi äh, China und Indien durch so ein paar Aktionen ihre Reduktionsziele jetzt äh, zeitnah erstmal übererfüllen werden und zwei bis drei äh, Gigatonnen CO2 mehr sparen werden als, ähm, als geplant. Und das, was äh, der Austritt der USA. Jetzt bewirkt er 0,4 Gigaton CO2 mehr ausstoßen würde. So haben die da errechnet. Das heißt, durch diese ambitionierten Handlungen von Chinesen und Indern, sagen wir mal, sinkt der Ausstoß in den nächsten Jahren stärker als erwartet, obwohl die USA austreten. Also ähm, da, da ist, glaube ich, da ist, glaube ich, eine Menge Musik drin, was das angeht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass viele Staaten sagen und das nutzen, um sich zu profilieren, auch gegen die USA und sich als zukunftsweisend und so darzustellen. Plus, dass ich glaube, dass viele Staaten, Indien und China voran, einfach mittlerweile auch erkannt haben, dass das für sie ganz konkret, auch ja. kurzfristig wirklich die profitabelste und beste Strategie ist, nämlich auf saubere Energie genau. zu setzen. Ja, interessanterweise haben ja diese Strategie sogar schon Konzerne wie Exxon, ja, so ein großer Ölkonzern aus den Vereinigten Staaten, für sich entdeckt. Da haben äh, die Aktionäre auch mit mehr als zwei Dritteln dafür gestimmt, ähm, weiter eine äh, energische CO2-Einsparpolitik zu betreiben. Gesagt, das von einem Ölkonzern. Ja. Und das klingt ja auf den ersten Blick völlig widersprüchlich. Und die Erklärung ist vergleichsweise einfach. Das Management hat natürlich gesehen, die Zeichen der Zeit gehen weg vom Öl, auch wenn momentan eben noch viel davon gebraucht wird. Wir müssen unseren Konzern, die Diverse aufstellen. Wir müssen einfach versuchen, ähm, quasi auch andere Geschäftsfelder zu entdecken. Und jetzt ist quasi der große Öltanker Exxon jedenfalls zum Teil äh, dabei umzusteuern Richtung Green Energy und äh, alternative Wirtschafts-, Wirtschaftsmodelle. Und ähm, im Grunde stellt sich damit Donald Trump sogar gegen die Interessen seiner eigenen ja. Ölindustrie. Ja, also Ölindustrie und Industrie, hat ja, äh, also ich glaube, es waren äh, nur um das fürs Protokoll, ich glaube, es waren knapp zwei Drittel der Aktionäre, 62 Prozent. Ne? 2068? Ach so, okay, ich habe. Okay, ich glaube, es waren 20. Also irgendwie sowas. Aber jedenfalls eine große Mehrheit der Aktionäre haben sich dafür ausgesprochen, weiter die Klimaziele äh, orientierte US-Politik zu machen. Und es haben ja auch viele Firmen Briefe geschrieben: Apple, äh, Exxon ähm, und so äh, haben sich gemeldet und gesagt, USA sollen drinbleiben. Ähm, hier der, der Tesla-Chef, wie heißt er nochmal? Elon Musk ist aus diesem Beratergremium ja. jetzt ausgeschieden. Ähm, und es sind diverse Leute aus diesem Trump-Beratergremium, äh, Wirtschaftsberatungsgremium ausgeschieden. Weil sie gesagt haben, nee, also das bringt nichts, das ist vorbei. Und auch Ivanka und Jared Kushner, ihr Mann, auch enge Berater von Clinton, von, 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 von Trump, haben angeblich darauf hingewirkt, im Vertrag zu bleiben, hat alles nichts geholfen. Und nun sind sie halt raus. Ein Wort sollten wir noch verlieren zu Deutschland, steht nämlich auch nicht so super da, muss man sagen. Also Deutschland hat sich ja im Rahmen dieses Pariser Vertrags vorher auch schon, aber danach Paris noch mal verstärkt dazu verpflichtet, bis 2020, das ist ja nun auch schon in drei Jahren, ähm, den CO2-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu dem, was man so 1990 ausgestoßen hat, zu reduzieren. Und auch da ist klar, wir werden das nicht schaffen. Und zwar nicht, weil das nicht möglich ist, sondern weil die Regierung sich ganz klar dafür entschieden hat, Braunkohle weiter hier in Betrieb zu halten, weil es versäumt wurde, im Verkehr und in der Landwirtschaft klare Klimaschutzmaßnahmen gegen die Lobby durchzusetzen und deswegen werden ja. wir das nicht hinkriegen, diese Reduktion. Aber gut, also das werden dann die Führung werden dann vielleicht andere Nationen wie Indien und China übernehmen. So. so ist es und das finde ich, äh, wie gesagt, das ist die, die Botschaft klingt aus dem ersten Blick sehr, sehr negativ aus Washington, aber ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ähm, muss es doch nicht zu so einer Katastrophe werden, im Gegenteil, man kann auch da noch positive Akzente setzen äh, und positive Anzeichen erkennen, aber wie gesagt... Ähm die, die schreiende Unvernunft, äh, die daraus spricht, äh, ist natürlich trotzdem äh, wirklich ausgesprochen irritierend. Ja, umso mehr, als dass es wirklich alles freiwillig ist. Und wenn du dann, wenn, war man, wenn Trump damit nicht einverstanden wäre, könnte er die Ziele national ändern und hätte nichts zu befürchten. Und äh, ja, über das Geld, wie gesagt, das ist Peanuts, da könnte man auch nochmal verhandeln. Aber so ist es völlig klar, das geht nur ihm darum, hier mal seinen Haufen hinzusetzen und zu sagen, Päh. Ich kriege auch was hin. Ja. So. Krass. Das ist der, das ist ist der, der einzige Grund und ähm, dafür haben wir jetzt den Salat. Aber ich denke mal, die Weltgemeinschaft wird sich da zusammenreißen und der wird irgendwann dastehen, wie so ein schmollender, trotzender so ein Junge hinten ja. in, in, der, in der Klasse, ja. während alle vorne irgendwie ihre ah, schönen Hausaufgaben präsentieren. Ja. Also der Trump ist halt einfach ein, ein Mann von gestern, das muss man schon sagen. Das ist, es wird immer wieder deutlich, es gibt einfach überhaupt keine wegweisenden Entscheidungen. Es ist alles rückwärtsgewandt. Es ist. Es ist egoistisch, es ist unlogisch und unvernünftig und das eigentlich Erschütternde ist, dass man in einem demokratischen System, bei all seinen Defiziten, es ist ja ein zutiefst demokratisches System in den Vereinigten Staaten, dass man in einem solchen System für, solche, für eine solche Politik eine Mehrheit bekommen kann. Das muss man sagen, er hat ja im Grunde im Wahlkampf für, für seine Verhältnisse geradezu irritierend die Wahrheit gesagt. Das muss man schon sagen. Also er hat die, diese ganzen Gruselgeschichten ja angekündigt. Genau. Also das ist so das einzige, was man ihm dazu guthalten kann. Das ist ein Punkt, in dem er konsistent war. Er hat das immer ja. oder sehr früh schon gesagt. Er will aus Pariser Verträgen aussteigen und ähm, macht das dann jetzt auch. Aber aber, aber, wie, aber auch wieder. Was heißt denn machen? Ja, es ist jetzt, er sagt, er ist raus und er läutet diesen Prozess ein und in vier Jahren sind sie dann auch raus. Aber konkret national heißt es nicht, dass er einfach alles kassiert und der CO2-Ausstoß weitergeht wie bisher, sondern es gibt Gesetze, die kann er nicht einfach wegwischen. Es gibt viele Firmen und viele Bundesstaaten, die werden weiter reduzieren und deswegen wird sein, wird der Effekt selbst dieses Ausstiegs national nicht so sein, wie das jetzt erstmal, wie er das auch darstellt. Ja. ja. Gut, äh, kommen wir noch mal zu diesem, bleiben wir noch kurz da. Ähm, was wie soll man das sagen? Äh, diese Sache hat sich ja ein bisschen. Ja, Trump und, ja, Welt. Trump und ja. die Welt hat sich ja so ein bisschen angekündigt. Er war ja neulich ein paar Tage in der Welt unterwegs, erstmals nahe Osten, aber eben auch Europa war bei der NATO und äh, beim G7, G8-Gipfel. Äh, also bei diesem Treffen in Italien, wo sich die großen Industrienationen zusammensetzen und die Lage der Welt äh, ausbaldowern. Und auch da hat sich das schon angedeutet, dass Trump da echt am Rand steht und äh, die Leute wirklich nur noch den Kopf schütteln. Angefangen hat es damit, äh, dass er bei der NATO war und eine Rede gehalten hat. Und ähm, Kern der NATO ist dieser Artikel 5 des NATO-Vertrags, der sagt, hey, wenn einer von uns angegriffen wird, dann eilen wir alle anderen diesem Land zur Hilfe und verteidigen mit. Das ist sozusagen das ja. Herz der NATO. Und ja, das ist der Sinn und Zweck. Ja, ja darum gibt es die NATO. Ne? Raison d'être. Ja, warum sollte es die NATO geben äh, als Verteidigungsbündnis, wenn man sich nicht gegenseitig Beistand leistet im Falle eines Angriffs? So, da geht's. hat er eine Rede gehalten und ähm, die haben alle so verstanden, dass er sagt: Ach, dieser Artikel 5, hm, I don't know. Ob wir uns daran gebunden fühlen. Die Administration und seine Sprecher sagen, doch, doch, er hat sich zu Artikel 5 bekannt und er steht dazu. Dann gibt es so ein bisschen Wortklauberei, aber unter dem Strich ist es so, niemand hat es so verstanden. Und das ist das Einzige, was zählt. Also Merkel ja. und Macron und so, die haben alle gehört. Also, oh oh. ob wir uns da auf die USA verlassen können, I don't know. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Merkel in Bayern bei der Wahlkampfveranstaltung der CSU gesagt hat, Hey, wir müssen lernen, sinngemäß, ich habe das Zitat jetzt nicht parat, wir müssen lernen, dass wir uns auf unsere westlichen Partner, also in Klammern USA, einfach nicht mehr so verlassen können wie früher. Europa muss sein Schicksal in eigene Hände nehmen. Und? Genau. und das ist ja auch sehr interessant, denn das ergibt dafür ja durchaus historische ähm, Vorbilder, nicht? Also insbesondere äh, Charles de Gaulle, wie gesagt, der Gründungspräsident der heutigen Fünften Republik in Frankreich, ähm, hatte ja von vornherein größte Skepsis gegenüber der NATO und ähm, wollte eigentlich äh, versuchen, auch eine europäische Verteidigungsgemeinschaft auf die Beine zu stellen als Letztlich Parallelstruktur zur NATO. Das wäre dann also teilweise deckungsgleich gewesen, natürlich, weil die Truppen äh, ja nur einmal da gewesen wären. Aber es hätte dann deutlich mehr europäische Strukturen gegeben. Ähm, einige sprachen sogar schon von einer Art europäischen gemeinsamen Armee. Muss man sich mal vorstellen, ja. Also, äh, das Ganze Spiel so etwa 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war damals eine revolutionäre Idee und ist in der Tat auch durchgefallen, muss man so deutlich sagen, in der Assemblée Nationale. Also, die, das französische Parlament hat den, äh, hat den im Prinzip schon ausgehandelten äh, Vereinbarungen damals nicht zugestimmt, aber möglicherweise werden diese Pläne jetzt einfach wieder aus der Schublade geholt. Oder man, äh, man baut die Europäische Union tatsächlich um, äh, um oder aus zu einer Verteidigungsgemeinschaft, äh, jedenfalls auch für Angriffsfälle. Das ist, äh, da gibt es ja auch schon so erste Pilotprojekte, Stichwort Frontex, ne? also das ist natürlich jetzt kein militärisches Beistandsbündnis, sondern einfach nur so eine Art Abwehr, äh, polizeiliche Abwehr gegen Migration im Mittelmeerraum insbesondere, aber ich glaube, da ist der Trend ganz deutlich erkennbar, genau wie du sagst, Philipp, weniger NATO, mehr Europa. Und genau, und ich denke, dass das ist, was Merkel da gesagt hat, ist ja für sie sehr deutlich, also für ihre Verhältnisse eine wirkliche, eine wirklich deutliche Positions- Bestimmungen, nämlich wir müssen selber unser Schicksal in die Hände nehmen. Auf den USA können wir uns auf absehbare Zeit nicht verlassen. Und da sehe ich eigentlich eine Chance darin, dass die EU quasi sich auf, jetzt, auf ihre Werte besinnt. Ja, und ihnen klar wird, um was geht es uns eigentlich? Und auch vielen in Europa klar wird, wenn wir diese Werte umsetzen wollen, ja, Klimaschutz, Freiheit, Bewegungsfreiheit, Handelsfreiheit, dann, 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 dann geht das nur innerhalb der EU. So, das ist der, das ist der Rahmen, in dem wir das machen können und das ist der Rahmen, in dem wir uns, mit dem wir uns weltweit dafür einsetzen können und dass das der EU so ein neues Selbstverständnis auch gibt. Ne? Was war ja nach dem Brexit alles angekratzt? Was, was soll die EU noch? Wozu ist die eigentlich da? Die streiten sich ja nur yeah. und haben viel Bürokratie und jetzt sieht man einfach, ja. Nee, da, da geht es wirklich um was. Ja. Ja. Und ähm, das bin ich mal gespannt. Also auch mit dieser Pulse of Europe-Bewegung, die wir auch äh, schon mal erwähnt haben, also wo sich Leute wöchentlich in ganz Europa auf die Plätze stellen und sagen, hier, wir sind für Europa und wir lassen uns das nicht einfach so wegnehmen. Das ist natürlich noch auf einem relativ niedrigen Niveau alles, aber... Könnt ihr mir wir schon reden. vorstellen? Also ich bin da ja eher Optimist und denke, also ne, so Leute wie Trump, so Populisten und Brexit, äh, die, äh, sagen wir mal, Positiv betrachtet bringen die Störungen in ein System rein, was sich durchaus yeah. auch gemütlich gemacht hat und wo die Störung erstmal als Störung, Schrägstrich, schräg Trump und Brexit äußerst unangenehm ist, die als Störung in so einem System aber durchaus dazu führen kann, dass das System sich neu besinnt und neu orientieren muss und mal aufwacht und guckt, was wollen wir denn jetzt eigentlich und wie machen wir das denn jetzt eigentlich und yeah. damit das hier alles nicht zu Bruch geht. Und das, habe ich das Gefühl, ist so die Phase, in der die EU gerade steckt. Und da bin ich. Ja, mal das, das gilt nicht nur für die europäische Ebene, das gilt ja auch national. Ne? Also, auch wenn ich äh, die Lösungsansätze der Alternative für Deutschland, glaube ich, ausnahmslos für absolut sinnlos halte, äh, muss man natürlich ernst nehmen, äh, dass es da offensichtlich ein Potenzial gibt, irgendwo zwischen 5 und 25 Prozent der Menschen in Deutschland, die äh, einfach grundsätzlich äh, das demokratische System in Zweifel ziehen oder jedenfalls erhebliche Bedenken haben, dass das demokratische System so funktioniert. Und das sind ja jetzt nicht alles Rassisten und Ausländerfeinde, sondern hier und da ist ja vielleicht auch äh, mal was Wahres dran an der Kritik äh, an unserem deutschen Regierungssystem, äh, aber insbesondere natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, an der, an der Bürgerferne der Europäischen Union zum Beispiel. Ja. Und wenn man einfach quasi aus den, aus den populistischen Bewegungen nicht die Lösungsansätze nimmt, sondern die Kritik. Und die darauf prüft, was ist denn vielleicht der wahre Kern? Müssen wir vielleicht die Europäische Union wirklich demokratisieren? Müssen wir zum Beispiel die ja letztlich Verwaltungsherrschaft äh, Kom äh, der Kommission zurückdrängen zugunsten einer, äh, einer stärkeren demokratischen Legitimation durch das Parlament? Ja, zum Beispiel das Europäische Parlament hat ja bislang nicht das Recht, eigene Gesetzgebungsvorschläge einzubringen. Bizarrerweise, ja, was ja eigentlich so die zentrale Rolle eigentlich der Legislative ist. Ja, da, da könnte doch vielleicht ein, ähm, ein, ein Körnchen wahrnehmen. Hat, dann doch dran sein an der Kritik. Eine, eine Ergänzung nur zu dem, was ich eben sagte über die europäische Verteidigungsgemeinschaft, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, es das das gibt im Grunde zwei Dinge, also Charles de Gaulle war ein großer NATO-Skeptiker, hat auch ein NATO, hat auch teilweise die Frankreich aus der NATO rausmanövriert, da gab es also so einen halben Austritt Frankreichs mal in den 60er Jahren, die europäische Verteidigungsgemeinschaft, von der ich sprach, war aber ein bisschen früher, das war noch vor Charles de Gaulle, das war nämlich schon 1952, da sollte also schon 1952, also nur sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eine Europäische Europäische Armee geschaffen werden. Und das, wie gesagt, ist aber, wie ich sagte, am französischen Parlament gescheitert. Es gab also quasi aus Frankreich zwei äh, Initiativen schon, um einen europäischen Gegenpol ähm, zur NATO zu schaffen. Wir haben diese Woche in Deutschland eine Grundgesetzänderung. Beobachten dürfen. Das kommt auch Eine nicht alle gut. Tage vor. Ja. Eine ist gut, Philipp. 13, volle 13 Änderungen am Text unserer Verfassung sind da vorgenommen worden. Wie, warum war das denn nötig? Was wurde denn da gemacht? Fangen wir mal so an. Was, haben, was wurde denn da geändert? Eine ganze Reihe von Artikeln wurden geändert. Ich habe mir, ich, natürlich sind die Änderungen erst auf den allerletzten Drücker irgendwie im Bundestag verhandelt worden. Ich habe mir die Bundestagsdrucksachen mal angeguckt. Die sind extrem komplex. Und was ich insbesondere nicht gefunden habe, ist eine sogenannte konsolidierte Fassung. Ja, an dieser Stelle mal ein kleiner Exkurs: Wie funktioniert eigentlich Gesetzgebung in Deutschland? Also natürlich, wenn man ein ganz neues Gesetz schafft, dann schreibt man quasi einen, einfach den ganz langen Gesetzestext in eine, in eine Bundestagsdrucksache rein und dann wird der vom Parlament beschlossen, aber meistens ist es ja so, dass es ein großes Gesetz schon gibt und da sollen dann nur Änderungen vorgenommen werden und dann enthalten diese Änderungsgesetze eben nicht, normalerweise nicht mehr den Text, wie das wie das große Gesetz hinterher aussehen soll, sondern nur die sogenannten Änderungsbefehle. Da heißt es dann, in Absatz 2 wird nach Satz 2 oder am Ende von Satz 2 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt oder so. Das heißt also, das ist so, um mal in der, in der Informatikersprache zu sprechen, so eine Art Diff. Ja, da wird also nur, wenn nur die Änderungen reingeschrieben, und dann weiß man aber gar nicht, wie das geänderte Gesetz hinterher so im Kontext aussieht. Und das ist bei diesen acht, äh, 13 Änderungen des Grundgesetzes auch ein Riesenproblem. Ja? Man findet da nur äh, Tabellen quasi mit der ursprünglichen vorgeschlagenen Fassung ähm, der Grundgesetzänderungen und der neuen Fassung der Änderungen. Man findet aber keine sogenannte konsolidierte Fassung, wo man mal sehen könnte, wie das Grundgesetz hinterher aussieht. Das ist also extrem schwer, das unabhängig nachzuverziehen. Ähm, was wir aber sagen können, und das sind jetzt die jenseits der Juristerei, die Ergebnisse des Ganzen. Wir kriegen eine völlig neue Regelung ähm, zur Verteilung äh, von Geldern zwischen Bund und Ländern. Früher gab es ja den sogenannten Bundesfinanzausgleich. Länderfinanzausgleich. Äh, Entschuldigung, ja, den Länderfinanzausgleich, wo also ähm, finanzstarke äh, Länder gelten, einen Topf getan haben, von dem dann finanzschwächere Länder profitiert haben. Ja, und die Idee dabei ist, dass innerhalb eines Bundesstaats wie eben der Bundesrepublik Deutschland zwar nicht in allen Ländern alles gleich sein muss, aber es sollen zumindest vergleichbare Lebensverhältnisse herrschen. Ja, es soll jetzt nicht ein Land äh, quasi total abstürzen, äh, insbesondere die kleinen Staaten sind ja häufig sehr arm, wie Berlin und Bremen zum Beispiel während es anderen großen Staaten gut geht, da gesagt, da gibt es die Idee der Solidarität zwischen den Ländern und das hat bislang der Länderfinanzausgleich getan, da haben aber insbesondere die Bayern ja immer wieder rebelliert und gesagt, das ist alles zu teuer, wir möchten nicht so viel Geld für für Berlin und Bremen ausgeben, immer so ein bisschen mitschwang da auch so die Parteipolitik, ja, die die äh, die, die Idee war immer aus Bayern, wir machen hier solide CSU Politik äh, und die roten Socken in Berlin verjuxen unser Geld. Das ist jetzt etwas polemisch formuliert, aber das schwang da so ein bisschen mit. Deswegen gab es Riesendiskussion über den Länderfinanzausgleich und jetzt ist das System quasi komplett neu geschaffen worden. Jetzt soll es nämlich nicht mehr um einen Austausch ähm, von Geld zwischen den Ländern gehen, sondern stattdessen geht es um die Verteilung des ähm, Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Das heißt also, die Umsatzsteuer soll jetzt so verteilt werden, dass manche Länder etwas mehr abbekommen, als ihnen ähm, nach der Zahl der Köpfe zustünde, um auf diese Art und Weise die wirtschaftliche, unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auszugleichen. Genau, also muss man sich Umsatzsteuer ist die berühmte Mehrwertsteuer, zahlt jeder äh, quasi jeder, jede beim Einkaufen für alles Mögliche auf Strom, auf Maßriegel, auf Milch ist halt äh, mal 7, mal 19 Prozent Umsatzsteuer. Und äh, die kassiert halt der Staat ein und verteilt es. So, ne? Und da kriegen jetzt halt äh, ein paar Milliarden an die Länder und es ist halt so, der Deal geht so, dass ähm, die Länder untereinander diesen Ausgleich nicht mehr machen, sondern der Bund zahlt ihnen Geld, mehr Geld, als sie bisher bekommen haben. Die Zahlen schwanken da etwas. Also, ja. äh, also ich würde mal sagen, die Süddeutsche, auf die kann man sich jetzt mal äh, berufen, sagt, aktuell ähm, äh, kriegen die Länder halt äh, 10 Milliarden und nach 2019, wenn das halt in Kraft getreten ist, sind es dann knapp 14 Milliarden. Also da sind schon einige Milliarden, die da äh, an die Länder weiterfließen. Dafür haben die Länder aber Kompetenzen äh, abgegeben und der Bund kriegt ein paar mehr äh, Rechte. Und zwar geht es wirklich um so auch sinnvolle Sachen, wo der Bund jetzt nicht Schulen in den Ländern, Bildung ist ja eigentlich Ländersache und deswegen gibt es dieses merkwürdige Kooperationsverbot, wo der Bund den Ländern in Bildungssachen eigentlich nicht helfen darf. Der darf ihnen keinen. Geld überweisen, so durften dann in Schulen, nur bestehende Schulen gedämmt werden mit Bundesmitteln. Jetzt dürfen auch Schulen neu gebaut werden mit Bundesmitteln. Also, das hat schon alles Hand und Fuß. Äh, viele Sachen, die Kritik ist halt ein bisschen an dieser Art, dass die Länder untereinander weniger solidarisch sind. So, ja. dass diese Geldströme insgesamt ziemlich intransparent sind und dass die Länder auch, sagen wir mal, weniger Anreize haben zu sparen, weil sie ja schon ziemlich genau wissen, was sie da auf dem Bund überwiesen bekommen. Wir haben aber mal ein konkretes Beispiel rausgenommen, beziehungsweise wollen das mal rausnehmen, um zu zeigen, ja, genau. um was es da so geht. Ja, wobei das auch wirklich ein spezielles Thema ja. ist, weil das ja auch die öffentliche Debatte sehr weitgehend bestimmt hat, nämlich die Frage, wie werden denn eigentlich in Deutschland Autobahnen gebaut und wie werden sie finanziert? Genau, ja, da, da Thema, hängt einerseits so ein bisschen jetzt dieser Länderfinanzausgleich und diese Verhältnis Bund-Länder ein bisschen drin, aber es hängt halt eben auch noch ein bisschen mehr drin und deswegen haben wir uns das mal äh, rausgenommen. Also bisher ist es so, werden, werden Autobahnen, ne, 13.000 Kilometer Autobahnen gibt es in Deutschland, 6% des Straßennetzes und bisher ist es halt so, dass die Länder, die 16 Bundesländer, sich um die Planung, den Bau und den Erhalt der Autobahnen kümmern. Also im Prinzip das ganze Ding machen, nur, das, nur das, das Management. Nur das, das Management. Nur nicht die Rechnung. Genau. Und das Geld kommt aber vom Bund. So. Und das hat, glaube ich, ziemlich unstrittigerweise schon auch zu vielen Reibungsverlusten geführt. Das hat dann irgendwie lange gedauert und dann gab es Koordinationsprobleme und 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 und. Also das war alles andere als effizient. Das ist, glaube ich, ziemlich unstrittig. Und deswegen jetzt, ist jetzt mit dieser neuen Änderung des Grundgesetzes möglich, dass der Bund eine bundeseigene GmbH gründet und also eine privatrechtlich organisierte Firma, die zu 100% dem Staat gehört. Der hat zehn regionale Töchter. Und diese GmbH soll das Management äh, von den Autobahnen übernehmen. Das soll die also bauen, planen und unterhalten. Jo. Und, na, und ähm, das Ding ist halt, dass das natürlich dann, das ist das Argument, das ist eine privatrechtliche Gesellschaft, die unterliegt nicht Behördenrecht, das heißt, da gilt dann vielleicht auch nicht der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, das heißt, da können höhere Gehälter gezahlt werden, das heißt, da können höher qualifizierte Leute angestellt werden, die man halt brauche, um halt Autobahnen in Deutschland effizient und schnell zu bauen. Und finanziert soll das Ganze werden mit Steuermitteln und aus den Einnahmen der Maut, Lkw, und Pkw und insgesamt sind das so 10 Milliarden Euro jährlich. Diese GmbH soll keine eigenen Kredite aufnehmen dürfen und soll auch zu 100% Eigentum des Staates bleiben. Das war immer so ein Streitpunkt. Sollen Anteile an dieser GmbH an private unternehmen verkauft werden dürfen so im sinne von die autobahnen werden privatisiert also wenn die firma die die autobahn baut plant betreibt staatlich ist dann heißt es ist es halt in staatlicher hand. Ja, und wenn dann aber Anteile an der Firma verkauft werden können an Allianz oder Versicherung oder so, dann ist es halt eigentlich eine Privatisierung der Autobahn. Das ist wohl jetzt ausgeschlossen. Also ja die, das steht sogar in dem entsprechenden ja. gesundgesetzartikel extra drin das wie gesagt, Das ist extrem schwer nachzuvollziehen, was sie da eigentlich beschlossen haben. aber dieser Punkt jedenfalls ist wohl relativ eindeutig geregelt ähm, denn da heißt es so schön, ich kann das ja einfach mal ganz kurz vorlesen, Das ist nämlich wirklich relativ eindeutig, glaube ich von der Formulierung her ähm, dass das betrifft, den Artikel 90 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und da heißt es so schön Absatz 1, der Bund bleibt Eigentümer der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich genau so einfach und das mit der GmbH mit der Gesellschaft steht im Absatz 2 dann die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten rechts bedienen Klammer auf was ja eben genau der Plan ist Klammer genau. zu diese gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes das heißt also auch diese diese ähm, sowohl die Straßen selber stehen im unveräußerlichen Eigentum des Bundes als auch die Gesellschaft die diese Straßen managt so ja. dann ein ein Kritikpunkt bevor wir zum Hauptkritikpunkt kommen aber ein Kritikpunkt ist noch, dass ähm, diese Infrastrukturgesellschaft, diese GmbH, die da gegründet werden soll, alle fünf Jahre Finanzierung und Umsetzungspläne dem Bundestag, also Haushalts- und Verkehrsausschuss, um konkret zu sein, vorlegen muss und diese Ausschüsse müssen das bestätigen. Ja, yeah. aber insgesamt glaube ich, hat der Bundestag weniger mitzureden. Bei dieser Firma, Man, es ist halt eine privatrechtlich organisierte Firma, ja, gehört im Staat, aber da reinzugucken äh, und da Informationen zu bekommen und da mitzusprechen, ist schwerer als äh, als als es von dem Ministerium organisiert. Ja, ganz genau. Denn das, ähm, das ist einfach so, dass da quasi jetzt verschiedene äh, Ebenen zusätzlich dazwischen geschaltet sind. Ne? Früher war es eben so, dass es im Wesentlichen im Verkehrsministerium in Berlin gemanagt wurde. In Zukunft, ähm, wenn wir uns mal vorstellen, dass es zum Beispiel äh, eine Aktiengesellschaft ist, dann gibt es natürlich äh, wissen wir noch nicht ganz genau, ob es so eine GmbH glaube ich oder eine Aktiengesellschaft werden soll. Ich weiß nicht, Philipp, weißt du das? GmbH. Es gibt es ja? gibt Befürchtungen, dass das in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird, aber erstmal ist es eine GmbH. Okay, also bei der GmbH ist es ja so, ne, da gibt es eben Gesellschafter, die halten Geschäftsanteile, wie das dann so schön heißt, also so und so viel Prozent ähm, an der GmbH. Und, ähm, und die wiederum, diese, äh, diese Gesellschafter, bestimmen dann einen Geschäftsführer und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin handelt für die GmbH. Das heißt also, wenn der Bundestag jetzt kontrollieren will, ähm, was da passiert, dann muss er zunächst mal auf das äh, Stimmverhalten äh, des Bundes als Gesellschafter der GmbH Einfluss nehmen. Und dann muss muss dieser Bund eben einen bestimmten Gesellschafter wählen und dieser Gesellschafter muss dann natürlich wiederum, äh Quatsch, der Geschäftsführer muss dann wiederum an die Gesellschafter berichten und das muss dann wieder über das Ministerium seinen Weg zurück zum Bundestag finden. Das heißt also, da sind jetzt einfach so verschiedene Ebenen dazwischen geschaltet und die machen es einfach technisch wahnsinnig schwierig, ähm, Kontrolle auszuüben. Das läuft äh, im Prinzip äh, auf europäischer Ebene nämlich genauso schief, ja, wo, ja, wo ja die Nationalstaaten in Europa dann immer über irgendwelche Ministerräte Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Gesetzgebung. Das heißt also, der Bundestag kann nicht selber direkt entscheiden, dass er irgendeiner Verordnung oder einer Richtlinie zustimmt, sondern das geht alles über verschiedene Zwischenschritte. Und auf diese Art und Weise ist die demokratische Legitimation zwar noch da. Ja, man spricht also von Legitimationsketten, ja, weil also auf jeder Stufe immer irgendwelche demokratischen Akte äh, eingebunden sind, aber ähm, es fehlt letztlich doch sehr stark die Rückbindung tatsächlich an den Willen des demokratischen Gesetzgebers. So, also das sind so äh, diese diese Legitimation und diese Transparenz ist ein Kritikpunkt. Ähm, diese Privatisierung, das war die große Befürchtung, ist der andere. Die, die Privatisierung von der Gesellschaft an sich und den Autobahnen, die ist jetzt also erstmal so direkt nicht gegeben. Aber, und da kommen wir jetzt zum großen zentralen Ansatzpunkt auf Umwegen und mehr oder weniger durch die Vordertür wird das eben doch gehen. Und zwar Genau, da würde ich gerne wieder kurz was vorlesen, Philipp. Weil ja, das so dann mach mal. ist. <laughs> wieder jetzt aus diesem, aus diesem Grundgesetzartikel 90 Absatz 2. Wie gesagt, da steht, dass diese Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes und jetzt geht es weiter. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Dritter an der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Ja, das heißt also, der Bund kann jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen da noch mal die Deutsche Bank als Gesellschaft damit an Bord. Aber, und jetzt kommt der Knaller, eine Beteiligung privater im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften ist nur ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen. Mit anderen Worten, Öffentlich-private Partnerschaften dürfen sehr wohl geschlossen werden zwischen dieser Autobahnverwaltungsgesellschaft und eben irgendwelchen privaten, sofern sie nur eben äh, nicht quasi das ganze Netz oder ganz wesentliche Teile umfassen. Also zum Beispiel einen Autobahnabschnitt kann man durchaus in so einer ÖPP betreiben, Philipp. Aber was bedeutet denn das Genau, eigentlich? also ganz zu, so, also, also komplette Netze will eh niemand bauen. So, das ist eh, ja. das ist so, das, das, das gibt es ja schon. Ja? schon und das hat auch keiner vor. Also, öffentlich-private Partnerschaften bedeutet. Ein privater Investor baut auf eigene Kosten eine Autobahn und sorgt dann 25, 30 Jahre für den Betrieb und dafür bezahlt ihm halt diese Infrastruktur GmbH, die jetzt zu gründen ist, Geld. So, da werden halt nach bestimmten Modi sozusagen äh, Kosten äh, gezahlt und gut ist. Das ist, das, das ist so die Idee an solchen öffentlich-privaten äh, Partnerschaften. Und da gibt es... Aber warum aber, sollte man das machen? Warum, genau, man, da warum gibt es halt... Das? Oder wie läuft es bisher? Oder also mal ganz Problem? kurz, es gibt eine Einschränkung. Also A, nicht für das ganze Netz und B, mhm. nur unter 100 Kilometer. So, aber das sind zwei Einschränkungen, die eigentlich nichts einschränken weil es bisher noch nie so gemacht eh wurde und das will eh keiner und die längste, diese ÖPPs, die gibt es ja schon, auch bei Autobahnen und das längste Stück ist irgendwie 77 Kilometer, was äh, so gebaut wurde. Also das ist eh keine Einschränkung, die heute irgendwas einschränkt. Der Grund, warum, ich glaube, der, der zentrale Grund, warum ein Staat an sowas Interesse hat, ist diese Schuldenbremse. Und zwar ah. bedeutet das ja, dass sich der Staat in einem Haushaltsjahr nicht über eine bestimmte Grenze hinaus verschulden darf. Wenn er aber eine große Autobahn baut, das heißt, er braucht in einem Haushaltsjahr sehr viel Geld und dann kommt man leicht daran. Wenn man das über so ein öffentlich-private Partnership macht, dann verteilen sich die Kosten. Dann gibt es zwar so eine leichte Anschubfinanzierung für den privaten Investor, aber im Prinzip streckt er das aus eigener Kasse vor, baut die Autobahn und der Staat kann ihm sozusagen. Regelmäßig über die Jahre verteilt, kleinere, relativ kleine Beträge zahlen und kuriert nicht so pro Jahr an die Grenze dieser Schuldenfalle, sozusagen dieser Begrenzung der staatlichen Verschuldung. Das ist, glaube ich, ein zentrales Motiv, das zu machen. Plus, und das glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen, die Industrielobby hat erheblichen Druck gemacht diese privaten Partnerschaften zu ermöglichen, weil, und das ist der Hintergrund, Versicherungen, vor allen Dingen Versicherungen, aber Banken und auch große Industrie, die sucht einfach nach Anlagemöglichkeiten für ihr Geld, wo sie für ihren Euro eine möglichst hohe Rendite bekommt. Das waren lange Aktien. Die sind im, das ist das eine. Es waren auch Staatsanleihen, aber da sind auch die Zinsen im Keller. Die Zinsen sind überall im Keller und nun suchen die halt nach irgendeiner Möglichkeit, wo sie sicher möglichst viel Gewinn machen können. Und da sind halt diese öffentlich-öffentlichen-privaten Partnerschaften so das Ding, weil was gibt es Schöneres und Sicheres, als im Auftrag des Bundes der Bundesrepublik Deutschland eine Autobahn zu bauen und vertraglich zugesichert zu bekommen für 25 bis 30 Jahre kriegst du Geld X. So. Das ist für den privaten Investor natürlich ein absoluter Traumdeal, das kann man sich äh, kann man sich wunderbar vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sich die Frage stellen Was bedeutet denn das jetzt eigentlich für diese Autobahn? Also wird denn diese Autobahn dann tatsächlich so gut gemanagt wie bisher? Ich meine, um das mal kurz so ein bisschen zu vergleichen Bislang ist es äh, eben so, dass das irgendwelche Länder machen in Bundesauftragsverwaltung, da gibt es dann ja normalerweise Straßenbauämter oder auch, wie immer die dann auch heißen mögen, äh, oder Straßenmeistereien, ja, und die sind dann eben dafür zuständig, und die Kosten können Sie beim Bund abrechnen. Und dann kann kann man sich vorstellen, diese Straßenmeistereien, äh, der, für die ist es quasi der einzige ähm, ähm, Existenzgrund, ja, dass die Autobahnabschnitte in ihrer Zuständigkeit möglichst gut aussehen. Das ist natürlich auch nicht äh, immer perfekt. Wir alle wissen, wie, dass es da hier und da auch mal Investitionsrückstände gibt, irgendwelche Autobahnbrücken, die vor sich hingammeln und so. Aber im Großen und Ganzen ähm, funktioniert das ja vergleichsweise gut. Und wenn ich mir jetzt aber auf dem, im Gegensatz dazu eine Infrastrukturgesellschaft privaten Rechts vorstelle, die halt äh, mit dem Bund einen Deal geschlossen hat über einen Autobahnabschnitt, die hat doch exakt überhaupt gar kein Interesse daran, dass diese Autobahn gut ist, denn der, der Unterhalt dieser Autobahn kostet doch einfach wahnsinnig viel Geld. Die werden doch, also ich weiß nicht, aber eine naheliegende Lösung wäre doch, man baut die Autobahn und unterhält sie dann mit absolutem Minimalaufwand, äh, um nur so gerade eben den Vertrag einzuhalten, oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler drin? Nee, das kann man schon machen, aber da kann man natürlich vertraglich festlegen, in was zum Zustand die sein muss, wenn die dann nach 30 Jahren auch wieder übergeben wird und so. Das, da, das glaube ich, kann man schon machen. Ähm, ich äh, hatte noch kurz. Ähm, aber, aber klappt das denn in der Praxis? Ne? Ja, ich das meine, ist die Frage. Ja also es, so genau, es gibt ja, das hatte ich ja eben angedeutet, es gab Stand 2014, aktuell weiß ich nicht, ich weiß es, Stand 2014 gab es sechs Projekte, äh, Autobahnprojekte, die nach diesem Konzept Staat beauftragt, Firma, Firma baut und macht und betreibt und kriegt dafür vom Staat Geld. Sechs Projekte, im, äh, die umgesetzt worden sind mit gut 5 Milliarden Euro und Stand 2014. Waren sieben solcher Projekte mit sechs Milliarden Euro in Planung? Warum wissen wir das? Wir wissen das aus einem Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2014. Ah. Und der ja. Rechnungshof hat sich das nämlich mal angeschaut, sozusagen. Der hat mal geguckt, okay, öffentlich-private Partnerschaften gibt es irgendwie seit zehn Jahren, seit 2007. Wie gesagt, es gibt ein paar Projekte, die umgesetzt wurden, ein paar in Planung. Wie läuft denn das so? Ja, und die Bundesregierung hat argumentiert, beziehungsweise das Ministerium, also wir machen das, weil das wirtschaftlicher sein soll, sprich schneller und günstiger. Ja, wir erhoffen uns davon Terminsicherheit und sozusagen eine schnellere Verfügbarkeit, sprich wenn Profis das bauen, dann geht es schneller. Ja, wir erhoffen uns eine hohe Qualität des Baus und wir erhoffen uns Innovationen und wir erhoffen uns neue Impulse für die Straßenbauverwaltung. So, nach dem Motto, ja, Lessons learned, dann wird alles besser. Das sind sozusagen die genau. Hoffnungen, die sich offiziell das Ministerium von diesen Projekten gemacht hat. Okay, das finde ich auch spannend. Hoffnung ist immer was Schönes, aber man, ich denke, man muss doch immer sich so ein bisschen die Frage stellen: Wie sind denn die Anreizstrukturen? Ne? Mit anderen Worten, follow the money. Ja? Äh, wer kriegt denn eigentlich das Geld und was hat der denn für Anreize? Und da muss man natürlich sagen: Wo Bauqualität? Also ich meine so als äh, als als Gesellschaft denke ich, habe ich doch also als private Gesellschaft, die in so eine ÖPP einsteigt, habe ich doch vor allem Interesse daran, dass der Bau möglichst billig ist. Na klar, also der muss natürlich jetzt irgendwie ein paar Jahre durchhalten, weil ich das sonst hinterher ähm, bei den Unterhaltungskosten wieder drauflegen muss, aber eine gute Autobahnen, das ist mir doch im Zweifel mal wurscht. Oder? Na, das hat ja auch der Bundesrechnungshof gesagt, der hat ja auch diese Hoffnung mal getestet. So. Und, und? Äh, und ähm, also das Fazit ist, dass wesentliche Ziele, Zitat, wesentliche Ziele nicht erreicht werden. Der Bundesrechnungshof Ach. ist der Auffassung, dass die bisherigen ÖPP-Projekte unwirtschaftlich sind. Ähm, und das liegt im Kern an einem Fakt, der häufig übersehen wird. Wenn der Bund baut und sich Geld leiht, kriegt er das hm. Geld fast umsonst. Ja, Sprich, weil der Bund eben nicht pleite gehen kann. Weil, er, ja. weil es quasi keinen verlässlicheren, keine verlässliche Institution als die Bundesrepublik gibt und deswegen sind die Zinsen so niedrig. Das heißt, auch die Kosten natürlich, um diese Autobahn zu bauen, sind relativ gering, weil die Zinsen eben so gering sind. Wenn sich eine private Firma Geld leiht, müssen sie wesentlich höhere Zinsen zahlen. So, Das heißt, die Kosten für den Bau gehen erstmal nach oben. Damit Sie unterm Strich billiger die Autobahn bauen können, müssten sie extrem viel Geld irgendwo anders einsparen, um diese höheren ja. Zinskosten wieder rauszukriegen. Und das passiert wohl in der Regel nicht. Der Bundesrechnungshof sagt, billiger wird da gar nichts. Gar nichts. Okay. So. Ne, Bau, Zitat, Bau. Für Private sei, Zitat, wesentlich teurer, wirtschaftlicher nur, mit erheblichen Einsparungen an anderer Stelle. Außerdem Gäbe es kaum Innovationspotenzial bei Straßenbau. Es sei halt ab wie abgehangene Technik. Da ist einfach nicht viel rauszuquetschen, um irgendwie noch wahnsinnig viel Geld zu sparen. Und ähm, die Behauptung der Regierung, 40 Prozent äh, einsparen zu können, bei den Kosten sei Zitat nicht plausibel. Im Gegenteil, die sechs Projekte, die bisher gebaut worden waren, 2014, haben zwei Milliarden Euro mehr gekostet als konventionelle äh, äh, Bau Autobahnbauten im staatlichen, unter staatlicher Regie. Ach. Mit anderen Worten, das wird zwar ziemlich gehypt, wie du sagst, vor allem, weil man damit die Spielregeln der Schuldenbremse, der sogenannten Schuldenbremse, aushebeln kann. Ja, aber unterm Strich wird es für den Steuerzahler oder die Steuerzahlerinnen dann eben doch nicht billiger. Genau. Und es gibt noch einen anderen, zweiten Anreiz, der auch noch ein bisschen komisch und kompliziert ist, der aber auch noch in dem Bericht drin stand. Die Länder haben zumindest bisher ja Geld bekommen. Aber das ist vielleicht auch der Vergangenheit angehört, das weiß ich jetzt nicht. Die Länder haben bisher immer Geld zugewiesen bekommen, um Autobahnen zu bauen. Ja, und äh, ja. im Rahmen von öffentlichen ähm, ja, okay. ähm, im Rahmen von öffentlichen ähm, äh, Aufschreibungen, also ÖPP, öffentlich-private ja. Partnerschaften, dieses Geld sozusagen, das geht, käme parallel rein. Also da müssten Sie sozusagen dieses Geld, was Ihnen vom Bund zugewiesen wird, nicht veranknapsen, könnten das... Womöglich irgendwie anders verwenden und aber durch ÖPP kommt sozusagen nochmal anderer Geldfluss rein. Aber vielleicht ändert sich das jetzt ja, wenn diese GmbH gegründet wird. Also, also das ist nicht so ganz klar. Ne? Das ja. ist alles so ein bisschen schwierig. Aber was, was glaube ich wichtig ist, festzuhalten, es kommt jetzt eine GmbH. Äh, darin, in dieser GmbH als solcher, kann durchaus äh, einiges Gutes liegen und zwar einfach, weil es doch so ein bisschen effizienter sein könnte als die bisherige Verwaltung durch 16 Bundesländer. Ne? Es gibt ja jetzt eben nur noch 10 Regionaltöchter und so. Das, das klingt so, als wenn es effizienter sein könnte. Könnte, aber ein Risiko liegt eben darin, wenn der Autobahnbau jetzt ähm, verschärft mit solchen ÖPPs durchgeführt. Wie gesagt, das muss ja nicht passieren, es ist nur nicht völlig ausgeschlossen. Man kann diese neu geschaffenen Autobahnverwaltungsgesellschaften auch rein öffentlich-rechtlich quasi das Ganze managen lassen. Das würde auch funktionieren. Ne? Die Nein. müssen jetzt keine ÖPPs schließen, und angesichts der enormen Risiken von ÖPPs muss man sich das, glaube ich, auch sehr genau überlegen. Dieses Rechnungshof-Gutachten ist übrigens extrem lesenswert. Ja. Ähm, das ist auch und selbstverständlich also jetzt, und eindeutig und total interessant. Super, time. yeah. yeah. Richtig großartig. Da sind auch nicht nur sechs oder sieben Autobahnprojekte genannt, sondern insgesamt, ich glaube, fast 30 Projekte, die äh, unterschiedlichster Art, auch so Schwimmbäder und Schulen und so, die als ÖPPs gelaufen sind. Und es ist ehrlich gesagt ähm, ein, ein wahres Potpourri von Selbstbetrug äh, von öffentlichen Verwaltungen. Also, wie, äh, so das, ist? Wirklich das ist wirklich total krass, wie sich äh, öffentliche Verwaltungen in, äh, in diesen Projekten, diesen ÖPP-Projekten, äh, selbst quasi belogen haben, um das überhaupt durchzuboxen, dass eine solche ÖPP durchgeführt werden kann. Beispielsweise gibt es eine ÖPP, da ging es, glaube ich, um ein Straßennetz in Thüringen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus diesem Bericht. Und da ähm, hat man einfach mal ähm, bei, den, bei der Kostenschätzung für die, für die private Betreibergesellschaft, mit der da eine ÖPP geschlossen werden sollte, die Kosten für den Winterdienst, ja, also Schneeräumen, Salzstreuen, Splitstreuen und solche Sachen einfach mal rausgerechnet mit der Begründung, äh, das sei ja nicht zu kalkulieren. Und äh, das bedeutete dann hinterher, dass eben diese Kosten nicht abgegolten waren mit dem Jahresbetrag für die ÖPP und ähm, daher musste dann das Land hinterher diese, diese Leistungen, die in dem Vertrag nicht drin standen, teuer dazu buchen und das führte dazu, dass für diesen Winterdienst nochmal etwa dasselbe fällig wurde, wie für den gesamten restlichen Unterhalt der Straßen. Muss man sich mal reintun. Ja und auf diese Art und Weise ähm, rechnet man oder rechnet jedenfalls manche Verwaltung die, ähm, die Kosten einer ÖPP während der Planungsphase schön und hinterher ist sie dann geschlossen äh, und sind die Verträge geschlossen und dann, surprise, surprise, entstehen Kosten, mit denen keiner gerechnet hat. Also es gibt ja auch, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, ein Interview von einem wirtschaftsnahen äh, Forscher aus dem Institut der deutschen Wirtschaft, äh, Interview im Deutschlandfunk, ähm, der sagt, äh, die Einwände des Rechnungshofs seien jetzt mit diesem neuen äh, Gesetz äh, entschärft und es sei einfach so, dass äh, Autobahnen viel schneller gebaut würden, äh, wenn sie privat gebaut würden. Ähm, das da lassen wir mal so dahingestellt. Wir verlinken das Interview, da könnt ihr euch Sozusagen die industrienahe Position dazu auch nochmal äh, zu Gemüte führen. Ähm, wie gesagt, ein Einwand ist auch noch, dass diese Privatisierungsschranken, also die verhindern sollen, dass da zu viel privatisiert wird, eben häufig nicht in der Verfassung jetzt festgeschrieben sind, sondern einfach Gesetz sind, so dass eine neue Regierung äh, diese Schranken auch locker wieder rausnehmen kann und dann eben die Privatisierung der Autobahnen äh, doch vollzogen wird. Ich würde sagen, damit äh, haben wir das Thema erstmal erschlossen. Äh, es, ich kenne kein Projekt, wo äh, dieses äh, Modell zu irgendwie vernünftigen Ergebnissen geführt hat. Und generell würde ich sagen, ÖPP-AD. Ähm, das, also ÖPP ist eben ein Problem, aber wie gesagt, äh, man muss, das war mir nur wichtig, weil wir das so ganz, ganz bisschen vermischt haben in unserer Diskussion. Äh, Privatisierung der Autobahnverwaltung muss keine Katastrophe sein. Ne? Stichwort diese, ja. diese Pflege GmbHs müssen für die Autobahnen müssen jetzt kein Problem sein oder die, die Bau GmbHs ein Problem sind eigentlich nur die ÖPPs. Ne? Und das ist zweierlei, auch wenn es in engem Zusammenhang steht. Okay. Du warst äh, als Gutachter im Rechtsausschuss. Ah, ja, das war total spannend. Wir haben ja ähm, vor kurzem in der Lage schon mal angesprochen: das Thema Einsatz von Staatstrojanern, ja, also Ausforschend von Verdächtigen im Strafverfahren ähm, mit der sogenannten Online-Durchsuchung und ihrer kleinen Schwester der Quellen Telekommunikationsüberwachung. Ähm, da hat äh, Bundesjustizminister Heiko Maas keinen Gesetzentwurf vorgelegt, aber eine Formulierungshilfe, ja, so eine Art äh, Formulierungsvorschlag eigentlich. Und ähm, die Koalitionsfraktionen Union äh, und SPD. Soll nach dem Vorschlag von Heiko Maas äh, an ein schon laufendes Gesetzgebungsverfahren noch Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Trojanern im Strafverfahren. Äh, drauf satteln äh, oder anhängen und ähm, weil das ja eben so eine heikle Ermittlungsmaßnahme ist, gab es dazu eine Anhörung im Rechtsausschuss am Mittwoch um 16 Uhr. Also Anhörung heißt, da kann jede Partei, die in diesem Ausschuss, also der Ausschuss ist ja sozusagen ein Unterorgan äh, des gesamten Bundestags, da kann jede äh, Fraktion äh, Abgeordnete und Abgeordnete, Männer und Frauen hinschicken, je nach Größe der Fraktion eben eine bestimmte Anzahl von Leuten. Und dieser Ausschuss gibt für jedes Ministerium auf der Regierungsseite gibt es einen entsprechenden Ausschuss auf Bundestagsseite. In diesem Fall ist es der Rechtsausschuss, der sich halt mit Gesetzen befasst, die im Justizministerium ähm, liegen sozusagen. Und ähm, wenn so ein Gesetz äh, besprochen wird und zur Abstimmung steht, dann gibt es häufig Anhörungen, wo jede Fraktion in diesem Ausschuss Experten laden kann, um mal zu hören, was sagen die denn dazu. Und du warst jetzt gerufen von den Grünen, glaube ich, ne, als Experte. Ja, da. so ist es. So, also ich, ich, war, ich bin, ja, Die Grünen haben nur zuerst gehört. Ich war von drei der vier äh, Parteien im Bundestag angefragt worden, nämlich mit allen äh, von allen, mit Ausnahme der Union. Allerdings hatten die Grünen zuerst gefragt und deswegen habe ich, äh, hab ich den Grünen dann zugesagt. Okay. Äh, ähm, dein Punkt, glaube ich, den hast du hier inhaltlich schon gemacht. Ne? Also ja, das, das hast, hast du da nochmal vorgetragen. Hast du denn das Gefühl gehabt äh, oder hast du das Gefühl, das ist so Politiktheater und da ist eh schon alles durch und du kommst da hin und äh, liest deinen Text vor und hältst deinen fünf Minuten Vortrag oder wie viel das sind und ist es ist aber eh alles schon beschlossen oder hast du das Gefühl, solche Anhörungen können tatsächlich inhaltlich auch noch was ändern. Also ob das generell so ist, weiß ich jetzt nicht, weil ja vor ein paar Wochen noch zu einer Anhörung zum neuen äh, Gesetz über das Bundeskriminalamt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da war die Messe gesungen. Hier ist, glaube ich, noch mehr offen. Ähm, es ist einfach so, ähm, gut, die Unionsfraktion will das äh, um jeden Preis, glaube ich, die Grünen und die Linken lehnen das ab. Und Zünglein an der Waage äh, ist der kleine Koalitionspartner in der GroKo, nämlich äh, die SPD-Fraktion. Und das scheint mir doch innerhalb der Fraktion ziemlich umstritten zu sein. Äh, wie gesagt, die inhaltlichen Bedenken gegen das Gesetz habe ich ausführlich schon dargelegt ähm, könnte glaube ich die letzte Lage war es nochmal ja. nachhören da findet sich das ganz ausführlich ähm, und es scheint mir doch so zu sein dass in der SPD Fraktion einfach immer mehr Leuten dämmert dass da äh, eben Heiko Maas der eigenen Fraktion ein unglaubliches Ei ins Nest gelegt hat also man kann sich zum einen eben die Frage stellen ob man Trojaner überhaupt einsetzen will aber wenn man das denn tatsächlich will dann muss es ja zumindest auf eine verfassungskonforme Art und Weise geregelt werden da müssen die Trojaner ordentlich geprüft werden ja, man zum Beispiel von einer unabhängigen Stelle. man könnte an die Bundesdatenschutzbeauftragte denken, ne? die könnte schauen, dass die Trojaner nicht mehr können, als sie äh, tatsächlich technisch nicht mehr können, als sie nach dem Gesetz können dürfen. Ähm, all das ist bislang nicht vorgesehen und das scheint mir auch in der SPD-Fraktion immer mehr Leuten klar zu werden, dass dieser Vorschlag von Heiko Maas schlicht und ergreifend nicht akzeptabel ist. Äh, aber das ist natürlich für die Parlamentarier dann auch nicht so ganz einfach, äh, denn äh, es ist nun eben der Minister aus dem eigenen Haus, der was vorgelegt hat und sich dagegen zu stellen, ist nicht so ganz einfach. Aber äh, mein Eindruck war in dieser Anhörung, dass da sehr interessiert nachgefragt wurde, insbesondere eben auch von Grünen und SPD-Leuten. Ja, auch Jan Korte von den Linken hat sehr intensiv nachgefragt und selbst die Unionsabgeordnete hat mich, das war Frau Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin, hat mich in einigen Teilen meiner meiner Statements, äh, wie ich wie ich glaube, relativ schockiert angeguckt. Und zwar, ich glaube, nicht, weil sie dachte, der Burmayer erzählt Unsinn, sondern eher, äh, weil ihr so ein bisschen dämmert Oh Gott, was ist denn das eigentlich, was da in diesem Gesetzentwurf steht. Also mein persönlicher Eindruck war, äh, wie soll ich sagen, überraschend positiv. Ich glaube, dass viele da in diesem Ausschuss wirklich gemerkt haben, dass das, was da auf dem Tisch liegt, eigentlich nicht zustimmungsfähig ist. Ähm, jetzt bin ich mal sehr gespannt, äh, ob wie das sich tatsächlich jetzt im parlamentarischen Verfahren weiterentwickelt und ob insbesondere die SPD-Fraktion jetzt den Mut aufbringen zu sagen, äh, wir verschieben das jetzt mal in die 19. Wahlperiode und gewinnen damit die Zeit, um dann nochmal in Ruhe drüber nachzudenken. Mhm. Das wäre nämlich, äh, denn man muss eigentlich sagen, es eilt ja überhaupt nicht. Ich meine, die, die Bedürfnisse der Strafverfolgungsbehörden wurden da, ich glaube, von vier oder fünf Staatsanwälten mehr oder weniger unisono vorgestellt. Die haben alle gesagt, das ist alles eine Katastrophe, weil wir äh, durch den Einsatz von Verschlüsselungstechniken äh, im Grunde keine Telefone mehr abhören können. Ja, die Leute telefonieren alle nur noch mit Messengern und wir, wir wir stehen quasi im, äh, stehen im Dunkeln, das nennt sich ja auch so schön Going Dark, äh, das ist sicherlich auch richtig, also es gibt natürlich äh, immer wenige Daten über klassische Telefonüberwachung, auf der anderen Seite gibt es mit der Vorratsdatenspeicherung ja auch Standortdaten von Handys, ähm, man kann ähm, checken, wer hat eigentlich mit wem kommuniziert ähm, und es gibt auch sonst einfach eine solche Fülle an digitalen Daten, dass man glaube ich jetzt nicht nur auf die klassische TKÜ gucken darf. Ja. Insofern ähm, ist alt alles äh, irgendwie schon, aber auch nicht so sehr und es gibt eh keine einsatzfähigen Trojaner und äh, insofern wäre meine große Hoffnung, dass, äh, dass das in der 19. Wahlperiode noch mal in Ruhe äh, angegangen wird, das Thema und jetzt irgendwie nicht zwischen Tür und Angel. Genau, aber das liegt sozusagen jetzt im, im Bereich des Ausschusses oder der SPD-Fraktion zu sagen, nee, äh, machen wir nicht oder wie ist das verfahren? Ja, das, das ist verfahrenstechnisch sehr kompliziert. Wie gesagt, es ist ja bislang noch gar kein richtiger Gesetzentwurf. Wir haben, wir haben beraten über eine Formulierungshilfe aus dem Justizministerium. Wir haben im Grunde die Mitglieder des Rechtsausschusses dazu beraten, ob sie äh, diese Formulierungshilfe sich zu eigen machen sollen und tatsächlich diese, diese Änderungen noch auf das laufende Gesetzgebungsverfahren obendrauf packen sollen. Ähm, also, sie könnten schlicht und ergreifend, soweit ich das äh, Verfahren verstanden habe, einfach jetzt gar nichts machen und, und diese diese Hilfe ignorieren genau. und sagen: genau. Wir lassen das alles. So wir nicht. Arbeiten wir nicht ein. Und, also dann, genau. insofern ist es ja relativ einfach, ne? Also wäre es genau. einfach, für Sie zu sagen, ja, nett, vielen Dank für eure Formulierungshilfe, lehnen wir ab. Wir nicht. Richtig, das, mhm. äh, das wäre, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, und wenn man ehrlich ist, es gibt auch einfach überhaupt keinen Grund, das zu machen. Ja, ja. Also äh, ich wüsste einfach nicht, wieso man das machen soll, auch politisch jetzt. Ich meine, klar, man, man kann natürlich sagen, wir müssen die Strafverfolgung verbessern, aber wie gesagt, die hat ja kein Problem und es ist äh, jedenfalls kein so gravierendes, wie immer gesagt wird. Und es gibt eh keine einsatzfähigen Trojaner. Das heißt, wenn man das im halben Jahr beschließt und dann vielleicht vernünftige Regeln schafft, äh, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger mit der heißen Nadel gestrickt sind, dann verlieren die Ermittlungsbehörden gar nichts. Also wenn das jetzt zehn Jahre lang überhaupt nicht passiert, kann man darüber reden, ob das ein Problem wäre. Aber wenn das einfach im Herbst neu auf die Tagesordnung kommt und dann, keine Ahnung, zum ersten vierten, in Kraft tritt, ist überhaupt kein Problem eingetreten. Wir Ach Aha. genau, ja, letzter Punkt nur vielleicht, das ist auch wichtig, noch, das wird, noch ein ganz kurzer Satz. Es gibt zur Terrorabwehr ohnehin schon Regelungen für Trojaner. Ne? Also das Bundeskriminalamt kann äh, zur Bekämpfung von Terrorismus solche Trojaner schon einsetzen. Und äh, auch das geschieht bislang so gut wie gar nicht, einfach weil man keine vernünftigen Trojaner hat. Wir hatten diese Woche ein Urteil zu Facebook, auf das wir ganz kurz eingehen sollten. Ich muss dazu sagen, ich bin ja, ja hier, ich bin ja hier, habe ja hier Asyl gefunden, ne? bei äh, den lieben und geschätzten Kollegen vom Podcast-Label 4000 Herz. <laughs> Ich bin hier so angerandet ja. und äh, bin hier reingeplatzt und habe gesagt: Hallo, ich würde gerne mal einen Podcast hier bei euch aufnehmen. Äh, bitte, <laughs> bitte räumt mal das Büro ähm, äh, und lasst mich mal ganz kurz alleine. Das haben sie dann auch äh, zum Teil gemacht. Aber sie haben eben auch ihre Termine irgendwann hier und in äh, 20 Minuten gibt es hier. Wir müssen ein mal, Video. mal Schluss machen. Ne? Also müssen ja. wir damit durch sein. Das, das kriegen wir auch hin. Nur das äh, kurz als Hinweis, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken. Aber dieses Facebook-Ding, das sollten wir noch kurz besprechen. Äh, Fall Kammerrecht Köln, glaube ich, äh, hatte zu entscheiden. Nee, nee, nee. Nee. Kammergericht gibt es ja nur in Berlin. Ah, äh, sondern, die, das ist. Äh, ja, genau. Sag mal, genau, die, also ein Gericht in Köln, sag ich mal, kannst du gleich noch korrigieren. Ähm, nee, in Berlin. Nee, das ist, sicher. Der Fall stammt aus. Ja, 100 Prozent. Der Fall stammt ah, aus Berlin. Okay. In Berlin ist eine 15-Jährige ja, genau. von der U-Bahn überfahren worden. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2012. Und äh, die Eltern möchten jetzt gerne wissen, total verständlich finde ich, ob das ein Selbstmord also, war. Also ganz kurz, dann war es Kammergericht Berlin, was zu entscheiden hatte über ein Urteil vom Landgericht Berlin. War das, ist das so rum, richtig? So ist es. Ja, genau. alles klar. So okay. okay, also genau. 15-Jährige kommt um, Selbstmord, Eltern wollen wissen, war es nur Selbstmord oder war es wie war es? Und die Eltern hätten gerne von Facebook. Äh, Zugriff auf das Konto, Facebook-Konto ihrer Tochter gehabt, um Chats zu lesen und äh, dergleichen einfach mal rauszufinden, was war da los. Und genau. äh, da hat Facebook gesagt, nö, machen wir nicht und hat das Profil in den Gedenkzustand sozusagen geschaltet ähm, und äh, war kein Login mehr möglich. Und da waren die, haben die Eltern gesagt, ja, wir wollen aber gerne ran. So, wir kommen ja auch ans Tagebuch ran. Ja, und unser, ja. Wir, 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 wir kommen auch an die Briefe ran, die sie geschrieben hat. Das können wir alles machen, aber an die Chats und und, und die Posts, die auf Facebook gelaufen sind, kommen wir nicht ran. Und äh, Landgericht hat, glaube ich, erst gesagt, doch, Facebook muss Zugang gewähren. Kammergericht genau. sagt, nö. Richtig. W warum? Genau, das ist äh, genau, das Landgericht hat den Eltern recht gegeben und äh, das Kammergericht hat dieses Urteil jetzt aufgehoben und die Klage der Eltern abgewiesen und die Begründung ist ganz interessant, gerade im Kontext von Facebook. Die Begründung ist nämlich Datenschutz. die liegen die schriftlichen Gründe jetzt noch nicht vor und ich kenne die Akten nicht. Deswegen kommt unser üblicher Disclaimer, ja, wenn es um Gerichtsurteile geht, dass wir natürlich das in letzter Sicherheit einfach nicht sagen können. Aber soweit es sich aus der Pressemitteilung ergibt und auch aus Pressemeldungen, ist es so, dass das Kammergericht gesagt hat, wir müssen letztlich die Daten, den Datenschutz der Chatpartner berücksichtigen. Okay. Und das finde ich, find ich eine sehr interessante Entscheidung. Normalerweise ist es nämlich so, dass mit dem Todesfall die Erben eines Menschen komplett in dessen rechtliche Situation eintreten. Das heißt also mit der Sekunde, wo jemand verstirbt, kommen die sind die Erben Vertragspartner in jedem Vertrag, den dieser Mensch, der da verstorben ist, vorher geschlossen hatte. Und der, was, wenn man Facebook nutzt, dann schließt man letztlich mit, mit Facebook. Wer immer das dann konkret ist, ich glaube für Europa ist es diese Facebook Niederlassung in Irland äh, einen zivilrechtlichen Vertrag über die Nutzung der Plattform Facebook.com, Facebook.de und ähm, das heißt also normalerweise hätten die Eltern, wenn ich gehe mal davon aus, dass die Eltern äh, erben geworden sind ihrer Tochter, das weiß ich jetzt nicht, aber davon gehe, das scheint wohl so zu sein. Ähm, normalerweise wären die Eltern also in die Rechtsposition ihrer Tochter eingetreten und hätten also aus dem Nutzungsvertrag mit Facebook alle Rechte wahrnehmen können, die auch die Tochter wahrgenommen hat. Aber, ähm wie gesagt, da, hat, da gibt es jetzt eben die Einschränkung, dass Facebook in seinen Nutzungsbedingungen eben anscheinend festgelegt hat, dass es diese Möglichkeit für den Gedenkzustand gibt, wo man sich die Seite nur noch angucken kann, sich aber nicht mehr einloggen kann. Und das Kammergericht hat jetzt gesagt, diese Bestimmung in dem Nutzungsvertrag, diese, diese Haltung von Facebook ist in Ordnung, weil Facebook damit letztlich die, die Persönlichkeitsrechte und auch das Telekommunikationsgeheimnis der Chatpartner des Verstorbenen schützt. Mhm. Eine interessante Entscheidung. Äh, denn, ähm, denn also gerade im Kontext von Facebook ist man ja sowieso schon mal irritiert, ja, wenn es mit einmal heißt, Facebook schützt Privatsphäre, denn das ist nun, wie soll ich sagen, normalerweise ja gerade nicht deren Geschäftsmodell. Nicht die, nicht die Kernkompetenz, ja, nee, genau. Ist nicht die Kernkompetenz von Facebook, aber da muss man wohl sagen, das ist ja, da muss man differenziert betrachten, Facebook schützt die durchaus anscheinend gegenüber Dritten, solange Facebook alles über seine Nutzer weiß. Ne? Das scheint die interessante Differenzierung zu sein an der Stelle. Ähm, ob ich das inhaltlich interessant finde, ich bin bin da ehrlich gesagt gespalten. Falk Steiner zum Beispiel Deutschlandfunk-Mitarbeiter im Hauptstadtstudio und Kommentator zu dem Thema meinte, er findet das Urteil völlig in Ordnung und zwar deswegen, weil Facebook über die Nutzerinnen und Nutzer so unglaublich viele Informationen enthält. Das sei mit Tagebüchern und Briefsammlungen, die man so in der Offline-Welt finden kann als Erbe überhaupt nicht vergleichbar und ähm, insbesondere die Chatpartner würden auch nicht damit rechnen, dass die Eltern ähm, des Menschen mit dem sie chatten oder generell die Erben mit einmal all das bekommen, was die Chatpartner da so ins Netz gestellt haben. Finde ich jedenfalls eine Position, mit der man sich auseinandersetzen muss. Alright, wir haben zum Schluss noch ein paar Meldungen. Wir, finde ich, müssen erwähnen, dass die Ermittlungen in Sachen des Anschlags in Manchester anders als wir letztes Mal gesagt haben, nicht ergeben haben, dass es sich. Um ein Netzwerk handelt. Also offenbar hat ja. der Attentäter tatsächlich weitestgehend alleine gehandelt, auch sich diese komplexe Bombe äh, selber zusammengebaut und die, die Teile auch selber besorgt. Also, äh, das, finde ich, sollten wir noch darauf hinweisen, dass es. Ja, wobei das bei uns keine Falschmeldung war. Nee, nee, also, nee, nee, es, nee, hat, nee, es, es war quasi der damals der Stand der Dinge geendet, Genau, damals ja. war das der Stand der Dinge. Jetzt ist es wohl anders. Auch das sollten wir kurz melden, dass es sich offensichtlich um einen Einzeltäter gehandelt hat. Dann äh, auch noch interessant, äh, wir hatten ja die Asylverfahren oft in den höchsten Tönen gelobt, also dass sich die Verwaltung da berappelt hat und das Ganze in den Griff gekriegt hat und dieses Chaos beseitigt hat mit mehr Leuten und äh, alles mehr und alles besser und sich da besser organisiert hat. Dann stellte sich ja raus, dass eben äh, ein Soldat, über den haben wir auch viel gesprochen, sich äh, ein deutscher Soldat als syrischer Flüchtling hat ausgeben können und daraufhin hat das Innenministerium beim Bundesamt für für Migration und Flüchtlinge, BAMF, äh, nochmal Überprüfungen angeordnet, so nach dem Motto, wie kann das denn sein? Schaut, mal, schaut euch mal eure Verfahren an, schaut euch mal Asylanträge an, die ihr positiv beschieden habt, also wo ihr Menschen, Flüchtlingen Asyl gewährt habt, ob das da so alles mit rechten Dingen zugegangen ist, denn vielleicht war das ja kein Einzelfall, dass ein deutscher Bundeswehrsoldat sich als syrischer Flüchtling hat ausgeben können. Und siehe da, es wurden 2000 Anträge überprüft und ähm, da sind doch einige Probleme aufgetaucht. Wollen wir es mal so formulieren? Also, wo zumindest nicht transparent dargelegt wurde, warum jetzt Asyl gewährt wurde. Und es ist wohl viel, viel Unklarheit äh, aufgetaucht, einfach weil es einfach offensichtlich schnell gehen musste, weil die Politik vor allen Dingen auf Zahlen geguckt hat, wie viel werden jetzt durchgewunken. Und da hat offensichtlich die Qualität äh, gelitten. Eine äh, Kritik, die auch äh, Pro-Asyl zum Beispiel und andere Menschenrechtsorganisationen äh, schon länger angebracht haben, dass einfach die Qualität nicht stimmt. Ja. Und zwar in beide Richtungen. In ne? beide Richtungen. Zu viel, äh, zu viel Leute anerkannt worden, aber auch Leute nicht anerkannt worden, die unbedingt hätten anerkannt werden müssen. Ja. Wir haben Es gibt auch noch, vor, äh, noch weitere Beispiele zu den ÖPPs, kam auch noch gerade auf Twitter rein. Das machen wir dann mal in Ruhe, vielleicht in der Feedbackrunde. runde Apropos, damit leiten wir langsam über quasi äh, zu unserer Verabschiedung. Wir haben auch in dieser Woche wieder ganz viel Feedback bekommen per E-Mail, ja, worüber wir uns freuen. Aber ähm, ehrlich gesagt, wenn es um die Themen der Sendung geht ja, und das alles jetzt nicht top secret ist, dann tut uns den Gefallen, schreibt es in die Kommentare. Zum einen haben dann alle was davon, zum anderen haben dann auch alle was von unseren Antworten. Äh, also wir können das einfach bei inzwischen ja Zehntausenden von Hörerinnen und Hörern nicht schaffen, mit euch quasi Privatdiskussionen per E-Mail zu, äh, zu führen. Das schaffen wir zeitlich nicht. Insofern bitte tut uns den Gefallen, wenn es um inhaltliche Fragen äh, zur Sendung geht, ähm, dann schreibt es bitte einfach äh, in die Kommentare, dann gehen wir da auch drauf ein. Aber meistens ist es so, dass die Dinge, die, ähm, die wir vielleicht geschrieben hätten, längst jemand anders geschrieben hat. Und es gibt einfach äh, inzwischen so viele Themen, die wir in der Lage ansprechen, dass wir da unter den Hörerinnen und Hörern fast immer echte Spezialisten haben. Was großartig ist und äh, dann kommen auch Reaktionen auf eure Gedanken, die viel besser sind als alles, was wir jemals hätten schreiben können. Insofern bitte inhaltliches Feedback, wenn es irgendwie geht und ihr jetzt nicht irgendwas liegen wollt oder so, äh, dann am ehesten äh, in die Kommentare. Wie gesagt äh, per E-Mail natürlich immer gerne die Lagebilder. Ja, ganz ja. wichtig. Ähm, da haben wir ganz viele tolle Fotos auch wieder bekommen in den letzten Tagen. Schickt uns ein Foto davon, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört ähm, und wir stellen die Bilder dann äh, auf doppelte Weise ins Netz. Zum einen hat äh, Philips so ein ein schönes Fotoblog entwickelt. Ähm, da da gibt es den Link auch äh, auf unserer Studios Seite. Genau. Wunderbar. Und du, genau. Da gibt es auch den Link auf deine Karte. Genau, ich habe so eine Lagekarte gebastelt. Also wenn die Bilder GPS-Koordinaten enthalten, äh, dann werden die auf einer Karte dargestellt. Natürlich so ein bisschen anonymisiert, ja. Ich habe da so einen fuzzy Filter drüber gelegt. Die Koordinaten sind also nur, ich glaube, auf einen Kilometer genau oder so. Also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass man im Internet sieht, äh, wo ihr genau wohnt zum Beispiel. Aber man sieht so grob, wo die Bilder aufgenommen sind. Und ich äh, finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Inzwischen fast 500 Bilder auf der ganzen, auf der ganzen Erde. Genau. Und Instagram äh, Lage der Nation gibt es auch ein paar. Da gibt es demnächst dann auch noch mehr Wunderbar, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht einen Dauerauftrag, äh, da freuen wir uns oder klickt euch äh, Küchenstudio Plus. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes und damit würde ich sagen, ist die Lage für diese Woche abschließend äh, beurteilt und analysiert. Ulf, dir noch einen schönen so Tag. Ist äh, wir wünschen euch ein schönes Dankeschön. Wochenende und äh, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Auf ganz bald. Tschüss. Ciao. Ciao.